So, willkommen zurück bei Neverending Nightmares. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier sind und ob das der besagte Gang ist, in dem wir vorher waren. Ich hatte ja im Schrank gespeichert. Und jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube doch, das ist der Gang. Das hier war der zweite Schrank. Genau, da haben wir uns versteckt und jetzt geht's um die dunkle Ecke. In den nächsten Gang, natürlich. Und durch die nächste Tür, wo uns hoffentlich etwas Neues erwartet. Waren wir hier? Hier waren wir schon. Was hat es denn mit den Puppen auf sich? Also ich bin ja immer noch der Meinung, wir müssen irgendwie Augen oder so für die Puppen finden. Aber so langsam werden das ziemlich viele Puppen. Und ziemlich viele Augen, die wir dann bräuchten. Schön langsam die Treppe runter, ja. Wir haben ja Zeit. Okay. Hier waren wir aber noch nicht, oder? Doch, hier waren wir auch schon. Das sieht alles so gleich aus, durch diesen Zeichenstil. Aber ich meine, einen anderen Weg hätte es auch gar nicht gegeben, glaube ich, bis jetzt. Also... Ah, da ist die Wand kaputt. Ihr habt mir übrigens in die Kommentare geschrieben. Go, 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 go. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter. Geh da rein, geh da rein. Geh da rein. Ach so, geht gar nicht. Weg, 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 weg. Alter, das Riesenmutantenbaby. Holy shit! Oh Mann! Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, wollte ich gerade sagen, dass an einer Stelle eine Puppe geblinzelt hat. Zum Glück ist mir das nicht aufgefallen. Oder aber... Die hat auch geblinzelt. Oder aber die Puppen zeigen uns so ein bisschen den Weg. Wobei das auch sinnlos ist, denn es gibt hier ja, wie gesagt, fast nur einen vorgegebenen Weg und einen Schrank. Okay, also wenn unser Babyfreund wiederkommt, wissen wir wohin. Noch ein Schrank. Oh, rein! Nein, 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 nein! Das hast du gesehen, ne? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Du riechst mich nicht. Okay, er soll mal weiter nach links gehen, weil wir müssen ja wahrscheinlich rechts weiter. Du riechst mich nicht. Du riechst mich einfach nicht. Geh schön weiter. Ist alles gut, ja. Können wir raus? So schnell. Go, go, go. Schnell weg hier. Mich würde ja mal interessieren, ob das der einzige Gegner ist und vor allem, was dieser Gegner aussagen soll. Ich meine, ein riesiges mutiertes Baby... Schrank. Ich höre Schritte von rechts. Ja, Gamepad vibriert auch. Er kommt wieder. Ah, oder muss ich ihn vielleicht hier hinlocken? Das kann natürlich auch sein. Ich höre noch die Schritte, aber das Gamepad vibriert nicht mehr. Ich glaube, ich muss ihn so ein bisschen hier hinlocken, dass er uns sucht und dann weiter nach links geht. Na komm, Schätzelein. Komm, komm, komm. Ah, Mist. Komm raus. Na, komm. Ah, oder immer. Das kann natürlich auch sein. Hier von Schrank zu Schrank. Okay. Der sieht ganz merkwürdig wie so ein Sumo-Ringer. Hat was vom Sumo-Ringer, vom Troll und halt eben vom Baby. Ganz strange, die Sache. Oh, oh, es geht nach oben. Ja, Gott sei Dank. Na komm, weiter. Müsste dann nicht diese Nacht auch mal bald zu Ende sein? Sodass wir Gabby irgendwo wiedersehen? Oh, ich höre Baby lachen. Und schreien. Die Bibliothek.
Ach. Warum? Oh, er erwacht in der Gummizelle, so sieht's zumindest aus. Also rein storymäßig kapiert. Du Scheiße. Rein storymäßig kapiere ich da noch gar nichts. Ich komme hier nicht raus. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt geht's richtig los, oder? Oder was? Oh, warum? Das. Echt, das ist eine Anstalt. Eine Psychiatrie. Zelle 2. Oh, Leute, ich will gar nicht. Da springt mich doch gleich was an. Aber wie gut, dass ich vorbereitet bin. Hallo. Da springt mich was an. Ja. Block A, Security. Gut, gut. Ey, das ist ja geil. Das finde ich ja gerade irgendwie richtig cool. Gefällt mir so. Ach so, ich hatte gerade hier ein Perspektivenproblem. Da müssen wir durch. Müssen wir jetzt echt in jede Zelle gucken. Zelle 1, umgekipptes Bett. Zelle 2. Oh, da liegt eine Matratze. Ich wusste es. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich wusste es einfach, aber ich dachte, es springt so ins Gesicht. Nicht, dass es so vorbei huscht. Deshalb habe ich mich jetzt mehr erschrocken als erwartet. Huiuiui. Na komm, lass mal weg hier. Was ist das? Hydrotherapie, ne? Ach du Scheiße. Okay, hier gibt es aber zum Glück nichts. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt hier auch andere Gegner treffen werden. Nicht nur das Baby. Sondern wahrscheinlich mutierte Insassen. Mutierte Insassen oder so. Blut. Und das gefällt mir ja gar nicht. Nein, mach mal nicht so einen Lärm hier. Hört auf. Hört einfach nur auf damit. Blutiger Rollstuhl. Mhm. Block B. Also, ah, jetzt können wir da unten rein. Das Spiel gefällt mir echt. Ich mag es total. Da ist noch ein Blutfleck. Okay, in den Keller. Na, in den Keller von so einer Psychiatrie gehen ist wahrscheinlich die beste Idee überhaupt. Wenn schon die Stationen so gruselig waren. Diese Hintergrundgeräusche, kann das bitte aufhören? Mhm. Blut. Okay, da ist jetzt wieder was drin, ja? Nee, okay, ist es nicht. Ich bin aber auch ängstlich, ne? Mal ganz ehrlich, das ist hier schwarz-weiß gezeichneter Grafikstil und trotzdem zucke ich echt zusammen. Doctor's Office. Im Doctor's Office. Auch alles voller Blut. Wahrscheinlich wurde der Doktor getötet. So, Block B, Reihe 2. Was ist hier? Storage. Stimmt Storage irgendwas? Nein. Es gibt so viele unnütze Räume, finde ich, in die man rein kann. Man braucht so vieles gar nicht. Aber gut, sonst wäre es wahrscheinlich auch nur durchrushen und hier irgendwie zum Ziel kommen. Oh Gott, ich höre wieder Babys. Da muss doch jetzt gleich noch was passieren an so einer Zelle. Ich meine... Ah, hallo?
Tag. Guten Tag, wer... Oh. Was? Jetzt muss ich alles... Alter, what? Doch nicht alles nochmal von vorne, oder? Nee. Wo hätte ich mich denn vor dem Kerl verstecken sollen? Was hätte ich denn... Go, 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 go. Was? Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwas, womit ich den ausschalten kann oder wo ich mich verstecken kann? Okay, da kommt nichts. Muss ich da oben rein? Hier? Nein. Oh! Was? Was, was, was? Er wacht immer wieder hier auf. Was muss ich tun, um diesen Irren loszuwerden? Kann ich... Okay, da kann er nur durchschauen. Ich gehe mal links. Aber das bringt mir ja... Das bringt mir ja nichts. Storage. Habe ich echt irgendwas übersehen? Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was und wo. Nee, das kann nicht sein. Muss ich an dem vorbeirennen? Aber der ist ja so mega schnell. Ich kann ja überhaupt nichts machen. So, Zelle 2. Nichts. Ich gehe mal ganz langsam, bis ich ihn hier am Bildschirmrand sehe. Das war Zelle 3. Nichts. Okay, jetzt müsste er eigentlich... Jetzt müsste er doch kommen. Da ist er. Was? Ich schaff's ja nicht mal bis in die andere Zelle. Was denn? Was muss ich denn tun? Hat das irgendwas mit dem... Ja, oh! Hä? Wo hat er denn hing... Hä, wo hat er denn der hingebissen? Der hat aber nicht hier den Thomas angefallen. Der hat woanders reingebissen. Komm mal her, Junge. Komm mal her. Na komm. Ach, der sieht nichts, oder? Ich glaube, der sieht nichts. Kapiert. So, Zelle 4. Okay. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du siehst mich nicht. Ganz langsam. Ganz langsam vorbei. Hui. Das ist cool. Da ist die nächste Tür. Block B. Tschüsschen. Das hat er jetzt nicht gehört, ist klar. Und es geht weiter. Ich höre doch schon wieder was. Vielleicht sollte ich hier echt nicht unbedingt rennen. Wieder Blut. Okay. Oh. Oh, Mensch. Ein Arm. Gut, gut. Ah doch, ich denke mal hier kann ich rennen. Was zur Hölle ist hier passiert? Was zur Hölle hat das alles mit Gabby zu tun? Okay, da gibt's nichts mehr. Also wieder nach unten. Oh, Leute, es wird immer blutiger. Schön. Oh Mann, ey. Aber was die Story angeht, ich überlege gerade, oder ich habe gerade kurz überlegt, ich kann mir da echt noch keinen Reim so richtig drauf machen. Was ist da geschehen? Alles klar. Ich weiß nicht, ob das normale Laufen, also wenn ich den Stick ganz nach rechts drücke, ob das schon zu schnell ist. Deshalb mache ich das nur so ein ganz kleines bisschen. Ja.
Oh. Mann! Hört auf! Jetzt werde ich wieder schneller, nur weil ich hier weg will. Oh, 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 oh. Okay. Ja, 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 komm. Schnupper du mal weiter. Ich versuche dich hier so gut es geht zu umgehen. Lauf bitte weiter. Ich glaube, dann spare ich mir das, da oben in die Zelle zu gucken, oder? Nee, jetzt... Jetzt geht's. Zelle 5. Okay. Weg, 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 weg. Tür. Durch, durch, schnell. Das ist dann wohl die Kantine. Oder Küche? Nee, sieht eher aus... Ja doch, vielleicht beides so. Ja, gut, flitzen wir hier einfach mal durch. Das ist die Küche, genau. Ach ja. Ah Mensch, was hier wohl Leckeres gekocht wurde. Ich glaube, ich möchte es nicht wissen. So, ich gehe erstmal hier rein. Okay. Huh. Oh nee, jetzt nicht schon wieder so ein Gang. Zelle 1. Okay. Ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Aber ich kann ja zum Glück wieder hier starten. Wo bin ich jetzt? Ah, Scherben. Okay. So, Zelle 2. Nichts. Ja, 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 komm, ist gut, mein Freund. Geh einfach weitergehen. Geh einfach weitergehen. Genau. Geh einfach weitergehen. Hallöchen. Das Blöde ist, wenn wieder Scherben auf dem Boden liegen, man sieht die so schlecht. Und ich glaube, ich bin gerade immer weiter so in meinen Stuhl reingesackt. Ah, alles klar. Oh, oh. Oh, oh. Er hat mich. Er hat mich, Leute. Nee, doch. Oh, er hat mich. Er hat mich. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, nochmal. So, hier vorne sind direkt die Glasscherben. Bisschen aufpassen. Nach unten gehen. Nee, 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 nee. Mach weiter dein Ding. Du siehst mich nicht und hörst mich auch nicht. Komm schon, ich möchte den nächsten Raum erreichen. Hallo, mein Freund. Ja, der war das gerade, der mich erwischt hat. Da ist die Tür. Renn, 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 renn. Block A, Security. Wow, ist das verwirrend hier. Ach du Scheiße. Gut, noch eine Etage weiter nach unten. Und ich habe so die Vermutung, dass wir irgendwann in dem Stockwerk ankommen, wo dann alles blutig ist. Also kommt es mir ein bisschen vor. Ich weiß gar nicht, warum ich hier die Renntaste gedrückt halte. Ich kann sowieso nicht rennen. Ich möchte hier weg. Ich möchte wieder in das Haus. Das hat mir besser gefallen. Oder von mir aus auch in den Wald, beziehungsweise zum Friedhof. Das war ja alles noch okay. Ach du Heilige. Ja, es wird krasser. Schön. Aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir nach wie vor extrem gut. Wach auf. Ich würde gerne aufwachen. Oh, die Duschen. Die Duschen einer psychiatrischen Klinik. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Ja. Wunderbar. Hier wurde wahrscheinlich nicht nur geduscht, wie es aussieht. Block irgendwas, also wieder ein anderer. Ach komm.
Was ist das? Was ist das, Leute? Ein Haufen aus Leichen. Wow! Das ist krass. So, und ich sollte wahrscheinlich direkt hinterher gehen. Oder? Kommt er direkt... Er kommt direkt zurück. Ich sollte hinterher gehen. Oh, Mann. Was ist hier passiert? Go, go, go. Blut am Fenster. Ich sag ja, es wird krasser. Da muss ich wahrscheinlich auch direkt hinterher. Ich hoffe, das passt noch. Na komm, geh weiter. Was? Wie soll ich das denn machen? Da muss ich hier wieder warten. Stell ich mich mal hier so hin. Na komm, lauf. Hm? Wie soll ich... Kann ich mich hier... Ah, ich kann mich hier oben reinstellen. So, ne? Ja. Dann können wir jetzt nämlich warten. Okay, und da muss ich gleich auch eine Aufnahmepause machen, beziehungsweise die Folge schneiden, rendern und so weiter. So... Block A, Reihe 5. Wie lange soll das denn jetzt... Soll das denn jetzt noch so gehen? Ja, es wird immer blutiger, ich hab's ja gesagt. Oh, nee. Das gefällt mir gar nicht. Mhm, ein bisschen Blut. Ich glaube, hier sind... Da renne ich einmal kurz. Ja, auch ganz blutig. Gut, Leute. Ich bin jetzt hier wieder in dem sicheren... Ja, mehr oder weniger sicher. Ich werde die Folge an der Stelle beenden. Ach, krass. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!